Ihr habt mir jetzt eine Frage ziemlich oft gestellt, von der ich eigentlich dachte, das wäre gar kein Thema mehr so besonders. Und zwar geht es um die Frage, was denn mit dem kleinen Mädchen aus Jurassic Park 2 passiert ist. Ey, da gibt es eine ganz klare Antwort und die Antwort ist nicht dasselbe wie im Buch. Das stimmt nicht. Deswegen kann ich hier vielleicht sogar die Buchleser noch ein bisschen überraschen. In dem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Warum ich von vornherein sagen kann, nein, es ist nicht dasselbe Schicksal wie von dem Mädchen aus dem Buch, ist ganz einfach, dass das hier nicht das Mädchen aus dem Buch ist. Ihr dürft nicht vergessen, der Buchkanon ist ein anderer als der Filmkanon. Außerdem spielt die Szene im Buch ja vor dem ersten Jurassic Park, also vor den Ereignissen aus dem ersten Jurassic Park Film. Diese Szene hier, die wir in The Lost World sehen, spielt allerdings nach Jurassic Park 1 und kurz vor den Ereignissen auf der Isla Sorna aus Jurassic Park 2. Noch dazu können wir ganz klar festhalten, dass die Namen unterschiedlich sind. Also das sind auf gar keinen Fall dieselben Personen. Diese Szene ist lediglich vom Buch inspiriert worden. Das heißt, die Szene ist natürlich, ja, sehr ähnlich der zum Buch, aber es ist eben trotz allem eine andere Familie. Die Grundfrage, was ist also mit dem Mädchen aus dem Film passiert, ist also legitim, obwohl ich sagen muss, man weiß das tatsächlich, wenn man ein bisschen aufgepasst hat. Wir sehen ja in Jurassic Park 2 The Lost World, wie das kleine Mädchen am Anfang die Kompis füttert. Daraufhin kommen dann ganz viele weitere Kompis und wir sehen dann nur, wie das Mädchen versucht, diese Dinosaurier abzuwehren. Daraufhin sieht man, wie oder hört man, wie sie schreit, ihre Mutter reagiert, sieht wohl die Kleine, fängt an zu schreien. Wir sehen kurz vorher noch, wie die gesamte Besatzung der Yacht zu Hilfe eilt und danach gibt es einen Cut und wir sehen Ian Malcolm. Das heißt, wir sehen nicht genau, was passiert ist. Diese Frage können wir dennoch beantworten, denn wir sehen später, wie aggressiv die Kompis einen erwachsenen Mann niederreißen. Ja, Dieter wird ein Opfer der Compsognathus später in Jurassic Park 2. Für mich auch eine der geilsten Szenen im gesamten Jurassic-Franchise, weil ich es sehr faszinierend finde, wie diese kleinen Dinosaurier jagen. Und ja, ähnliches wird auch mit dem kleinen Mädchen aus dem Intro passiert sein. Das heißt, auch die Saurier werden sie angegriffen haben. Wir können zum einen davon ausgehen, dass sie das Ganze überlebt hat, weil ich meine, die gesamte Besatzung eilt ihr zu Hilfe. Die sollten es dann schon geschafft haben, die Saurier von ihr runterzubekommen. Noch dazu gibt es kurz darauf eine ganz klare Antwort von Dr. John Hammond. Aber Achtung, bevor du jetzt abschaltest, warte noch ganz kurz, denn auch diese Antwort könnte einen bitteren Nachgeschmack haben, den du nicht hättest kommen sehen. John Hammond erklärt Ian Malcolm kurz darauf oder erwähnt diesen Vorfall, als sich die beiden dann darüber unterhalten, dass John Hammond bereits eine Crew zu Isla Sorna geschickt hat, um da bestimmte Umstände zu erforschen. Daraufhin kommen sie dann eben auf das Thema, ja, da ist eine Familie mit ihrer Yacht zufällig gestrandet und die kleine Tochter wurde verletzt. John Hammond erwidert allerdings direkt darauf, oh, es geht ihr wieder gut. Und erklärt dann, dass dieser Vorfall einer der Gründe gewesen ist oder sogar der ausschlaggebende Grund gewesen ist, warum ihm die Leitung von InGen entzogen wurde. Warum hat die Aussage von Dr. John Hammond einen bitteren Nachgeschmack? Ich kann es euch sagen, es könnte gelogen sein. Steven Spielberg selbst hat diese Szene nämlich unter einem DVD-Kommentar wie folgt beschrieben. John Hammond hat seinen Charme spielen lassen und bei dem Versuch, Dr. Ian Malcolm ebenfalls auf die Isla Sorna zu bekommen, war er nicht verlegen darum, auch die ein oder andere Lüge zu erzählen. Ich habe das bei der Recherche für dieses Video auch das allererste Mal gelesen und habe mir gedacht, das ist wirklich ein bitterer Nachgeschmack. Wenn wir uns überlegen, dass das eine Lüge war, würde es im Umkehrschluss bedeuten, dass es der Kleinen nämlich nicht wieder gut geht. Und ähnlich wie bei der Familie aus selbigen Filmen, da habe ich auch schon ein Video drüber gemacht, die ja vom T-Rex im Garten überrascht wird. Das Video habe ich dir mal hier oben verlinkt, kannst du gerne mal draufklicken. Da haben wir auch schon besprochen, ob die Familie lebt oder nicht. Und ähnlich wie in diesem Video ist auch der Status vom Mädchen vom Anfang von The Lost World nie offiziell als lebend bestätigt worden. Jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt. Was sagst du zu Steven Spielbergs Statement zu diesem Vorfall? Meinst du, John Hammond hat in diesem Moment gelogen oder hat er einfach die Wahrheit gesagt und der Kleinen geht's gut? Ich meine, im Buch hat sie auch überlebt. Ja, kleiner Spoiler für das Buch. Da ist sie aber auch wesentlich wichtiger für die Geschichte, weil sie ja quasi das allererste Mal einen Dinosaurier ins Gespräch bringt. Ich freue mich drauf, mit dir zu diskutieren und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.